Das ist Jan. Jan hat Post von der Polizei bekommen. Um ein schweres Verbrechen aufzuklären, führt diese eine DNA-Reinuntersuchung durch. Das sorgt natürlich für eine gewisse Skepsis. Glauben die etwa, ich habe etwas damit zu tun? Die wollen doch nur an meine Daten. Das ist natürlich Quatsch. Die Polizei hat am Tatort DNA-Spuren gefunden und vermutet den Täter in Jans Altersgruppe und Wohngebiet. Das bedeutet aber nicht, dass er konkret verdächtigt wird. Neben Jan wurden auch hunderte weitere Männer aus der gleichen Zielgruppe zur Reinuntersuchung eingeladen. Wenn der Täter ermittelt werden kann, dann ist die DNA-Reinuntersuchung an dieser Stelle beendet. Auch Jans DNA kann ausgeschlossen werden. Damit hilft er, die Tat zu klären. Ein Abgleich Jans DNA mit anderen Fällen erfolgt natürlich nicht. Beim Abgleich von Jans DNA könnte auch ein Verwandtschaftsverhältnis zum Täter festgestellt werden. Jan ist nun überzeugt, dass er aktiv zur Aufklärung des Falls beitragen kann, wenn er freiwillig an der DNA-Reinuntersuchung teilnimmt. Doch wie verläuft eine solche Untersuchung überhaupt? Jan erscheint zur DNA-Reinuntersuchung und hat sein Einladungsschreiben bereits mit einem ihm zugewiesenen Barcode und Ausweispapiere dabei. Für den gesamten Vorgang wird Jan von einer Polizeibeamtin oder einem Polizeibeamten begleitet, die mit ihm die verschiedenen Stationen durchläuft. Zunächst wird Jans Identität geprüft, um zu verhindern, dass ein anderer in seinem Namen eine Speichelprobe abgibt. Ab jetzt erfolgt das Verfahren anonym. Jan ist lediglich anhand eines ihm zugewiesenen Barcodes zu identifizieren. So bleiben seine Personalien, zum Beispiel vor den Labormitarbeitern, geschützt. Für Jans Speichelprobenentnahme ist bereits alles vorbereitet. Nun muss Jan noch einmal schriftlich bestätigen, dass er einer freiwilligen Speichelentnahme zustimmt. Danach geht es zur Speichelprobe mittels Wattetupfer. Die Entnahme ist selbstverständlich völlig schmerzfrei. Von seiner Begleiterin erfährt Jan den weiteren Ablauf nach der Entnahme. Seine DNA wird nur für diese spezielle Analyse in einem Labor verwendet. Falls Jans DNA bei der Aufklärung des Falls weiterhelfen kann, leitet die Polizei weitere Ermittlungsschritte ein. Sollte der Test negativ ausfallen, wird die Probe und alle erhobenen Daten vernichtet. Und das war's auch schon. Danke, Jan, für deine Zeit und Mithilfe.